Meine lieben Schlumpfhelden, ich melde mich zurück aus Schlumpfhausen mit einem großartigen Update in der Schlumpfsaga. Denn Loretta, unsere Schlumpfheldin, geht nun vor Gericht, um sich ihre Gerechtigkeit zurückzuholen. Ich habe aber noch viel mehr zu berichten, denn ich habe persönlich mit der Mutter gesprochen und bleibt bis am Ende dran, denn was sie mir erzählt hat, ist ziemlich schockierend. Nachdem ich meine Videos über die Schlumpfheldin Loretta gemacht hatte, wollte ich gerne versuchen, mit ihr persönlich oder der Familie Kontakt zu knüpfen. Ich war mir aber auch nicht sicher, in welchem Rahmen das in der aktuellen Situation angebracht wäre, da ja offensichtlich war, dass sie sich sehr anonym gehalten hatte und ich nicht wusste, wie sie emotional gerade mit der Situation umgeht, da sie sich offensichtlich nicht wirklich in der Öffentlichkeit präsentieren möchte. Über einen Kollegen, der mit der Jugendfreiheit in Kontakt steht, habe ich es dann versucht. Und irgendwann erhielt ich eine lange Nachricht von der Jugendfreiheit zurück, dass offenbar eine Welt für die Familie zusammengebrochen ist. Sie seien fix und fertig und sie haben sich scheinbar verbarrikadiert, weil das negative Feedback und die vielen auch realen Angriffe auf ihre Privatsphäre sie sehr zermürbt haben für eine gewisse Zeit. Sie hatten jedoch mein Video gefunden, wahrscheinlich bezog sich das auf mein erstes Video und es habe sie angeblich zu Tränen gerührt und ich bin sehr, sehr dankbar darüber, dass ich wenigstens einen emotional positiven Beitrag für sie leisten konnte. Und ich muss auch ehrlich sagen, mich hat das zu Tränen gerührt, als ich diese Nachricht gelesen habe, denn es ist umso schöner, ein so persönliches Feedback zu erhalten, weil ich mich eins zu eins in Loretta wiederfinden konnte. Auch ich war 16, als ich in der ganzen politischen Sphäre angefangen habe. Auch ich habe viele solcher Angriffe miterlebt auf meine Privatsphäre, dann teilweise, als ich Livestreams auf YouTube gemacht habe. Es wurde ein Leichenwagen zu meiner Tür gerufen und der Zuständige fragte, ist hier ein Thomas Seibt, der abgeholt werden könne. Diese Person existiert nicht, es gibt keinen Thomas Seibt in meiner Familie, aber es war einfach ein sehr zynischer Moment. Ich war mit meiner kleinen Schwester alleine zu Hause. Und solche Ereignisse sind einfach sehr belastend seelisch. Später wurde ich zigmal bespitzelt von den Medien, unseren Staatsmedien, dem öffentlichen Rechtlichen. Und gerade weil Loretta sich dazu entschlossen hat, anonym zu bleiben, und das ist doch vollkommen in Ordnung so, konnte sie sich jedoch nicht wehren gegen die medialen Repressalien und die Diffamierung ihrer Person und ihrer Situation. Deswegen ist es meine Verantwortung, das zu tun. Und ich werde mich weiterhin für sie und für die gesamte Familie einsetzen. Es geht aber weiter. Ich hatte nach dieser Nachricht von der Jungen Freiheit erst keine Hoffnung, dass sich die Mutter von Loretta noch melden würde. Es bestand für mich eine 50-50 Chance. Eventuell würden sie es tun, eventuell nicht. Dann plötzlich eine E-Mail. In dieser E-Mail teilte sie mir mit, dass sie gerne mit mir telefonieren würde und die weitere Situation mit mir besprechen würde. Denn die Familie Lorettas hat sich entschlossen, gegen den Schulleiter und gegen die Polizei gerichtlich vorzugehen. Und interessanterweise sagte mir die Mutter ebenfalls, dass dem Anwalt sogar aus höherer Instanz, wer genau das war, weiß sie leider nicht oder konnte sie mir jetzt telefonisch nicht sagen, wird aber noch einmal nachfragen. Man habe dem Anwalt tatsächlich dazu geraten, das Mandat niederzulegen. Dieser denkt jedoch gar nicht daran, sagte mir Lorettas Mutter. Und das ist sehr stark. Jetzt geht es also weiter. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir diesen Prozess verfolgen und unterstützen werden. Als dann der WhatsApp-Kontakt auch mit der Mutter zustande kam, erzählte sie mir jedoch mehr, was tatsächlich hinter den Kulissen passiert ist, nachdem die mediale Welle so zugeschlagen hatte. Einige haben mehrere Tage an beiden Ausgängen des Schulgrundstücks gelauert und Schüler befragt. Dadurch kam wohl auch raus, dass Loretta nicht Miriam heißt.
Das ist ein Punkt, der mich sehr stutzig gemacht hatte, als ich nämlich das Interview mit Nius gesehen hatte. Nius ist nach Ribnitz-Damgarten gefahren und hat mit der 16-jährigen Schülerin, die wir hier Miriam nennen, und ihrer Mutter gesprochen. Ich hatte auch einen Clip daraus in einem meiner Videos gepostet und mir war aufgefallen, dass sie immer mit Miriam angesprochen wurde. Darum war ich mir irgendwann nicht mehr sicher, ist Miriam womöglich ihr echter Name? Und wollte dann aber weiterhin nicht den Namen verwenden oder auch Loretta nicht. Das heißt, vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich sie häufiger als die Schlumpfheldin angesprochen habe in meinen Videos, weil ich mir nicht sicher war, ob sie den Namen Loretta oder Miriam in der Öffentlichkeit überhaupt noch publik haben möchte. Ihr wisst jetzt Bescheid, wir nennen sie Loretta. Nius, Junge Freiheit und Bild hatten den Namen Miriam gewählt, um uns zu schützen. Leider hat es nicht geklappt. Ich konnte die Journalisten beobachten, wie sie mit Schülern sprachen und Fotos machten, da unser Haus direkt neben der Schule steht. Das finde ich besonders perfide, an andere Schüler zu gehen, um die zu befragen. Man muss sich in die Situation einer 16-Jährigen hineinversetzen. Wie würde sich das anfühlen für euch in der Situation, wenn andere Schüler über euch mit den Medien reden? Womöglich welche, mit denen ihr nicht unbedingt etwas zu tun habt oder die ihr vielleicht gar nicht unbedingt so gerne mögt oder die euch nicht mögen, noch schlimmer. Das ist einfach eine sozial so instrumentalisierende Taktik, die mir vollkommen zuwider ist. Also das sollte einfach kein Journalist tun, sondern wenn überhaupt, dann Loretta selbst befragen und wenn sie das Interview ablehnt, sich komplett raushalten. Erwachsene zu befragen in der ganzen Situation, sagen wir mal andere Lehrer oder so, das wäre schon grenzwertig genug, aber andere Schüler zu befragen, das finde ich, ist unter der Gürtellinie. Die Mutter berichtete mir ebenfalls, dass Loretta sich an einem Tag sogar eine Stunde hinter einem Supermarkt versteckt hat, weil sie Angst hatte, dass man sie bis nach Hause verfolgen könnte. Ich würde mir wünschen, dass die Personen, die Medien, die Journalisten, die involviert waren, sich an dieser Stelle schämen, weil sie mitverantwortlich, hauptverantwortlich sind dafür, wie diese Situation eskaliert ist. Und wie ihr ein so negatives Gefühl gegeben wurde in der ganzen Sache. Denn über die Solidarität hat sie sich jederzeit gefreut. Und bis heute lesen die Eltern und Loretta selbst die Kommentare unter all den Videos und Posts, die über sie gemacht werden. Und alle, die herzlich sind, erfüllen sie mit Freude und mit Hoffnung, mit Zuversicht und auch mit Optimismus und Stärke. Deswegen ist das hier gleich mein Appell an euch. Wenn ihr einen positiven Kommentar hinterlasst für die Familie, auch direkt könnt ihr sie ansprechen, sie werden es lesen. Überall gab es Berichte und Kommentare. Teilweise waren es auch sehr böse Kommentare. Selbst gute Freunde von uns wurden mit einem Shitstorm torpediert und bekamen Angst. An einem Abend hat eine Gruppe Jugendlicher einen Klingelstreich gemacht und ganz doll an Wohnzimmerfenster geklopft. Ab da hatte Loretta richtig Angst und wir natürlich auch. Wir klebten nachts immer eine kleine Reißzwecke an den Klingelknopf. Die bösen Kommentare sind eine Sache. Damit muss ich auch umgehen und ich habe es mir ausgesucht gewissermaßen. Kritische Kommentare sind selbstverständlich immer erwünscht und auch kritische Fragen sind vollkommen in Ordnung. Damit hat auch die Familie Lorettas kein Problem. Aber gleich Vermutungen anzustellen oder gleich Tatsachen in den Raum zu stellen, ohne dass sie belegt worden sind oder ohne dass man die Frage gestellt hat, das ist nicht in Ordnung. Und so ist es umso falscher menschlich zu behaupten, dass Loretta sich mit der Schlumpfgeschichte rausgezogen hätte, weil sich ja später herausgestellt hat, dass tatsächlich der Vorwurf sich eher auf ihren Helly Hansen Pullover und gewisse Runen und Zeichen bezog. Alles vollkommen absurd. So absurd nämlich, dass man sich vielleicht fragen sollte, ob nicht doch mehr dahinter steckt. Und genau das hat die Welt jetzt im großen Stil entlarvt. Denn der Welt wurde das Beweismaterial in Form von Screenshots zugeschickt.
Loretta wurde scheinbar niemals informiert, was tatsächlich der Grund für ihr Verhör oder die Gefährderansprache war. Und jetzt haben wir Zugriff darauf. Loretta hatte keine Ahnung, sondern das war ihre erste Vermutung. Und sollte man dann nicht eher die Schuld bei der Polizei suchen? Ja, und genau das ist der Fall. Die Polizei hat bei ihrer Gefährderansprache, die nun heruntergespielt wird als Aufklärungsgespräch, Loretta nicht darüber aufgeklärt, was tatsächlich die Vorwürfe gegen sie sind. Und deswegen musste sie ihre eigenen Schlüsse ziehen. Loretta selbst fasst das Ganze inzwischen wohl sehr cool auf, aber man weiß auch nicht genau, so sagte mir die Mutter, wie sehr das Ganze sie wohl tatsächlich emotional belastet hatte, weil sie versucht, es auch ein wenig zu verbergen. Typischer Teenager. Aber ich glaube, wir müssen uns alle die Realität vor Augen führen. Sie hat ganz offensichtlich gezeigt, alleine, dass sie sich hinter einem Supermarkt versteckt hat oder sich verbarrikadiert hat, zu Hause regelrecht, dass das nicht lustig ist und dass sie die coole Fassade mehr dafür zwangsweise aufsetzt, damit sie in der Schule ihr normales Leben sozial weiterführen kann. Zum Glück hat mir Lorettas Mutter mitgeteilt, dass sie gute Freunde in dem eigenen Umfeld hat, aber in den Parallelklassen sieht es teilweise ganz anders aus und da wird man schon gekreuzigt, wenn nicht das Gender-Sternchen in der Alltagssprache verwendet wird, so sagte Lorettas Mutter. Das Telefonat, das ich mit Lorettas Mutter geführt hatte, das endete mit einem sehr starken Statement von ihr. Sie sagte mir, da sie eine Löwenmutter ist, sie kann nicht davor zurückscheuen, etwas dazu zu sagen und sich wieder in die Öffentlichkeit zu begeben. Auch wenn teilweise ihr Mut und der Mut der Familie gesunken war, jetzt ist es wieder an der Zeit, neuen Fuß zu fassen und zuversichtlich vor Gericht zu gehen. Sie sagte mir, es kann nicht sein, dass hinter dem Rücken der Eltern die Kinder vor die Polizei gezerrt werden. Und sie sieht es als ihre Pflicht an, sich für andere Kinder und Eltern einzusetzen. Und ich finde, damit hat sie wirklich ein wunderbares Beispiel gesetzt für zahlreiche andere Eltern. Und ich glaube, damit kann sie auch viele andere Eltern motivieren, dasselbe zu tun und für ihre Kinder da zu sein in einer solchen Situation. Jetzt kommen wir aber noch zu einem besonders brisanten Detail, welches mir Lorettas Mutter mitgeteilt hat. Und zwar geht es dabei darum, ich fragte sie, habt ihr auch vor, gegen die Medien vorzugehen? Ich bin mir nicht sicher, in welchem Rahmen das möglich wäre. Und sie sagte mir, da sei sie sich nicht sicher, aber eventuell die Welt. Und zwar besonders im Zusammenhang damit, dass ja dann letztendlich eine riesige Kampagne daraus gemacht wurde. Es ging gar nicht um Schlümpfe, sondern es ging um den Pullover, es ging um zig Screenshots, die angeblich rechtsradikales Material aufweisen würden und Runen und irgendwelche Zahlen, die mit rechtsradikaler Rhetorik in Verbindung stehen würden. Alles nur Lügen, die fabriziert worden sind, um eine Verschwörungstheorie gegen Loretta zu spinnen. Und das lustigerweise, obwohl uns in der Regel vorgeworfen wird, dass wir die Verschwörungstheoretiker sind. Aber woher hatten die Mainstream-Medien all das Material, all die Screenshots? News hatte bei der Polizei angefragt, ob sie die Screenshots erhalten könnten, um sie für ihren Beitrag einfach zur Verfügung gestellt zu haben. Und die Polizei fragte Lorettas Mutter daraufhin, ist das in Ordnung? Und sie musste tatsächlich eine Einverständniserklärung unterschreiben. Die Polizei setzte daraufhin ebenfalls darauf an, dürfen wir das Material auch noch an andere Medien rausgeben, denn sicher wird es noch zahlreiche andere Journalisten geben, die ein großes Interesse daran haben und eine Geschichte daraus machen wollen. Und Lorettas Mutter sagte explizit, nein, ihr gebt das an niemand anderen heraus, wir möchten das anonym halten. Woher hatten die Medien also die Screenshots? Ich möchte keine Vermutung darüber anstellen, ob die Polizei womöglich in Plauderlaune war oder ob die Medien ihre Clown in das Ganze involviert haben und auf
bestimmten Wegen an das Material gekommen sind. Aber jedenfalls geschah all dies nicht mit dem Einverständnis von Lorettas Mutter, welches scheinbar hätte eingeholt werden müssen, da das ebenfalls erforderlich war für News. Wir dürfen also gespannt darauf sein, was aus dem gesamten Fall noch wird. Und ich verspreche, ich halte euch alle auf dem Laufenden. Ich bin jetzt in Kontakt mit der Familie und habe ihnen angeboten, sie können sich jederzeit bei mir melden und auf meine Unterstützung setzen. Und ich glaube, das gilt für euch alle auch. Also, noch einmal, lasst ihnen liebe Kommentare hier da. Und ich bin mir sicher, dass sie diese lesen werden. Falls ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das ebenfalls gerne tun. Ich lasse dafür wie immer alle Links in der Beschreibung. Meine journalistische Arbeit lebt allein von eurer freiwilligen Zuwendung. Videos werden größtenteils demonetarisiert. Schlümpfe werden auf dieser Plattform offensichtlich diskriminiert. Eine blaue Hautfarbe fällt nicht unter die geschützten Ethnien. Aber ich bin mir sicher, dass ihr mich nicht alleine lasst und mich weiterhin unterstützt. Deswegen vielen Dank noch einmal dafür. Damit verabschiede ich mich von euch allen, wünsche euch einen wunderbaren Tag mit ganz viel Zuversicht und Optimismus und einem Schlumpflied auf den Lippen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, aber wirklich dieses Mal. Und bis zum nächsten Mal.